Willkommen, die Fortsetzung der Französischen Revolution. Das ist auch der zweite und letzte Teil des Themas. Wo sind wir stehen geblieben? Letztes Mal thematisierten wir mal den Ausbruch der Revolution in Frankreich, beziehungsweise die erste Phase. Diese erste Phase war die Phase der sogenannten konstitutionellen Monarchie. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar mit der Phase der Republik und mit der Schreckensherrschaft der Jakobiner werden wir uns heute mal beschäftigen. Warum wurde aus der konstitutionellen Monarchie eine Republik? Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Und zwar, dass der König verhaftet wurde. Und man wird schon mal sehen, dass diese Revolution im Laufe der Zeit immer mehr radikal wird. Also immer radikaler wird. Man hat auch gesagt, dass die Revolution ihre eigenen Kinder gefressen hat. Also ein bisschen wird mal diese Geschichte aus dem Ruder geraten, aus dem Ruder kommen. Auf Ungarisch. Nennen wir historisch aber Radikalisierung. Na gut, aber warum eigentlich? Also warum wird diese französische Revolution immer radikaler, immer extremer? Erstens, weil es ein Krieg herrscht zwischen Österreich und Preußen, also Entschuldigung, zwischen Frankreich und Österreich und Preußen. Das nennen wir Koalitionskrieg. Zweitens, diese Revolution befindet sich in der Mitte einer großen gesellschaftlichen Umwälzung. Was bedeutet Umwälzung? Umgestaltung. Also die alte Gesellschaft und die alte Ordnung verschwindet und eine neue entsteht, die noch aber nicht komplett ist, die man eigentlich jetzt erfindet. Das nennt man modernes demokratisches System. Und die Vertreter des alten Systems, zum Beispiel der Adel und der König, nicht besonders beliebt sind zu diesen Zeiten. Also es gibt auch immer ein Feindbild oder Sündenböcke, können wir auch mal so nennen. Feindbild heißt Elleschi Kep, Sündenböcke, das heißt Bühnbakok. Also es gibt schon Spannung in der Gesellschaft. Spannung bedeutet Fesselchik. Drittens, das Stadtvolk, also diese Sans-Culottes, also diese Armen aus der Stadt, können immer wieder als Mittel für politische Zwecke eingesetzt werden. Also die kann man relativ schnell auf die Straße schicken und Demonstrationen organisieren, womit dann auch politische Ziele erreicht werden können. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Sturm auf die Tuilerien. Das war das Schloss von Ludwig in Paris, also nachdem er nach Paris gezogen ist, aber noch nicht verhaftet worden ist. Oder der Sturm auf Gefängnisse. Das Stadtvolk hat auch mal Gefängnisse erobert und in diesen Gefängnissen fast mehr als 1000 Adeligen ermordet. Die nennen wir Septembermorde. Also die Aristokraten und der Adel verlässt zu diesen Zeiten am besten so schnell wie möglich das Land. Aber nach der Verhaftung des Königs kommt die Republik. Also, Frankreich wird keine Monarchie mehr, sondern 1792 im Herbst wird Frankreich eine Republik. Statt der Nationalversammlung heißt die Legislative jetzt Nationalkonvent, also das Parlament heißt jetzt Nationalkonvent. Und sie können sich auch über Erfolge freuen, nämlich
Sie können die Preußen in der Schlacht von Valmy schlagen. Entschuldigung, ein I fährt dort. Was passiert innenpolitisch mit diesem Konvent? Wie ein bisschen weiter nach oben erklärt, wird das immer radikaler und wird er, Entschuldigung, der Konvent, immer radikaler und auch der König scheint immer mehr, wie soll ich das mal sagen, verdächtig zu sein. Verdächtig heißt Janusz, weil er mit ausländischen Mächten korrespondiert. Zum Beispiel bei diesem Sturm der Tuilerien, bei diesem Sturm des Schlosses, hat man in einem Schrank Briefe gefunden, wo er mit Österreichern bzw. mit österreichischen und preußischen Truppen korrespondiert hat, also levelized. Das ist schon Hochverrat. Hochverrat bedeutet Fälschung, hogy árulhatta el a király saját magát. Nein, also der König kann sich nicht verraten, also der König hat die Republik verraten, also Frankreich hat er verraten, laut des Konvents. Deshalb wird er auch verurteilt und auch hingerichtet im Januar. Also der König, der ein Vertreter der legendären und mächtigen Bourbon-Dynastie, wird ermordet, und zwar öffentlich ermordet. Später auch andere Familienmitglieder, wie zum Beispiel seine Frau Marie Antoinette. Noch in diesem Jahr wird sie auch geköpft. Seine letzten Worte waren übrigens: Volk, ich sterbe unschuldig, ich vergebe denen, die meinen Tod herbeigeführt haben. Also jetzt ist Frankreich also eine Republik. Es gibt keine andere Option mehr. Die andere Option hat seinen Kopf verloren. Der Krieg wird aber fortgesetzt und die Koalition gegen Frankreich wird sogar größer. Warum? In Europa war das relativ beispiellos, dass alte, renommierte Königsfamilien derart zerstört werden und ein König einfach geköpft wird. Und freilich alle anderen Königshäuser haben das als unangenehm empfunden und sie dachten sich, dass diese Revolution auch vielleicht in anderen Ländern zu Veränderungen führen könnte. Deshalb hat sich England, Spanien und sogar die zwar zerstückelte, aber noch immer starke Heilige Römische Reich Deutsche Nation eingemischt. Also das ist schon eine echte Koalition, fast ganz Europa gegen Frankreich. Was hat das für Folgen? Ein Krieg kostet immer sehr viel Geld und ein Krieg braucht immer sehr viele Soldaten und Materialien. Deshalb gibt es immer größere Spannungen in der Gesellschaft. Immer mehr Aufstände, zum Beispiel Bauernaufstände, brechen aus. Wie antwortet mal die Republik? Die Republik antwortet mit Gewalt, also Erösung, mit Verschärfung der Maßnahmen. Also das heißt, immer mehr Menschen werden hingerichtet. Aber es ist noch nicht so schlimm, sage ich. Warum ist das nicht so schlimm? Das könnt ihr zu Hause mal lesen. In den nächsten Jahren es wirklich schlimm wird. Das nennen wir nämlich die Schreckensherrschaft der Jakobiner. Das war ein Jahr später, 1793 bis 1794. Zunächst müssen wir mal klären, wer diese Jakobiner sind. In diesem Konvent, also in diesem Parlament, gibt es zu dieser Zeit zwei große Fraktionen, zwei große Gruppen. Heute würden wir das Parteien nennen.
Die eine große Gruppe ist die Girondisten. Die sind für Republik, die sind ein bisschen gemäßigt. Gemäßigt heißt mehr Schickgeld. Zum Beispiel, sie wollen die Freiheitsrechte behalten und sie wollen auch das Privateigentum schützen. Also sie setzen sich dafür ein. Die andere radikalere Gruppe sind aber die Jakobiner. Sie haben nur ein Ziel. Die Revolution muss siegen und diese Revolution muss auch mal die ausländische Koalition besiegen, koste was es wolle, auch wenn man Freiheitsrechte opfern muss. Okay, also das bedeutet weniger Freiheitsrechte, aber starke Macht im Zentrum. Damit kann man die Revolution zum Sieg führen. Eigentlich Ludwigs Verfahren 92, Ende 92 ist schon der erste Machtkampf zwischen den beiden Fraktionen. Es gab übrigens auch eine dritte Gruppe. Das war diese Ebene oder Sumpf, nennt man da auch, Mochar. Die waren in der Mitte und manchmal waren sie mit den Girondisten, manchmal waren sie mit den Jakobinern. Und als die Girondisten wollten zum Beispiel den König nicht verurteilen, also nicht hinrichten, sie wollten einfach nur vom König loswerden und eine Republik machen. Die Jakobiner haben aber gewusst, dass der König wirklich entfernt werden muss, und zwar auch sein Kopf von seinem Körper muss entfernt werden. Warum? Weil wenn sie den König nicht für schuldig halten, damit wäre die ganze Revolution nicht glaubwürdig. Also glaubwürdig heißt Hitelesch. Also damit die Revolution siegen kann, muss man den König umbringen. Schon nach diesem Königsverfahren trauten sich die Girondisten nicht mehr ohne Waffe auf die Straße zu gehen. Also sie hatten schon ein bisschen Angst vor den Jakobinern. Und zwar mit Recht, weil die Jakobiner 93 die Macht ergreifen. Das heißt, die Girondisten und ihre Anhänger, also die Sympathisanten der Girondisten, sie werden verhaftet und hingerichtet. Sehr viele werden auch umgebracht. Und diese Jakobiner bilden auch eine neue Regierung, Regierung Cormagne. Diese Regierung heißt aber Wohlfahrtsausschuss auf Ungarisch Közjóléti Bizottság. Hat einen komischen Namen. Und damit bauen sie eigentlich eine Diktatur der Revolution auf. Und der Anführer dieser Diktatur ist der Ex-Anwalt Maximilien Robespierre. Also er ist der starke Mann der Jakobiner. Und er lässt zum Beispiel ein Gesetz formulieren, das Gesetz über die Verdächtigen auf Deutsch Janúsa-Krószóló-Törvény. Bitte öffnet zu Hause eure Bücher und lest mal bitte diese Quelle. Was steht in diesem Gesetz? Dass eigentlich alle verdächtig sind, die die Revolution nicht unterstützen. Und die verdächtig sind, die kann man auch anklagen, anklagen McFadolny, und die kann man auch verhaften oder noch schneller und praktischer umbringen, also hinrichten. Und das machen die sogenannten Revolutionstribunale auf Ungarisch Reforradalmi Bíróságok ohne Verhandlung können sie Menschen einfach verurteilen. Und es gibt nur zwei Urteile.
Also es gibt keine Option C, es gibt Option A, Freispruch, das heißt unschuldig. Option B, tot. Und das heißt hingerichtet. Und jeder Verdacht führt zur Anklage. Also man kann auch, man sagt etwas über den Nachbarn und er wird sofort zu diesen Tribunalen geschickt und dort angeklagt. Das war wirklich ein Terror, also der Terror der Jakobiner hat eigentlich die ganze Gesellschaft berührt. Sehr viele, mit sehr vielen Opfern, 17.000 bis 40.000 sind während dieses Terrors der Jakobiner gestorben, und zwar mit der Guillotine. Kennt ihr dieses Gerät? Das hat ein Arzt erfunden, damit der Tod schnell und nicht so schmerzhaft wird wie beim Aufhängen. Interessanterweise waren aber die meisten Opfer des Terrors nicht Adeligen und nicht Kleriker, sondern Vertreter des dritten Standes. Also die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, trifft jetzt bei dieser Jakobiner-Diktatur sehr, sehr zu. Man hat auch in den eigenen Reihen der Jakobiner Anführer hingerichtet. Robespierre ließ zum Beispiel Danton, also seinen ehemaligen Freund und Parteimitglied, hinrichten. Und zwar so. Und dieser Terror wird eigentlich sehr, sehr eigennützig. Also es werden immer mehr Menschen verurteilt, nur um die Revolution, um diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Das wird auch schon der französischen Gesellschaft ein bisschen zu viel. Es gibt mehr Aufstände gegen die Revolution, mehr Bauernaufstände, und die Basis der Revolution, also die Menschen, die die Revolution unterstützen, und freilich die Jakobiner unterstützen, diese Gruppe wird immer kleiner, das heißt schrumpft. So wird auch am Ende Robespierre verhaftet und auch selber hingerichtet. Damit hat der Terror ein Ende. Und eigentlich damit ist die Französische Revolution fast beendet. Ich zeige euch noch eine kleine Zusammenfassung. Wir haben über diese drei Epochen bis jetzt gelernt. Zunächst mal Ausbruch der Revolution und konstitutionelle Monarchie, dann die Phase der Republik und dann die Jakobiner-Diktatur. Ich habe euch jetzt alles ein bisschen zusammengefasst. In dieser Spalte könnt ihr mal lesen, wer oder welche Institution die Macht hatte. Hier in dieser Zeile sind die wichtigsten Ereignisse und unten die Machthaber, also die wichtigsten Figuren. Okay? Bei den Jakobinern, über Marat und Saint-Just, bitte schlagt zu Hause in euren Büchern oder im Internet ein bisschen nach. Okay? Also ein bisschen Forschung wird euch nicht schlecht tun. Ja, Robespierre ist tot. Die Jakobiner hat alle Kinder aufgefressen. Alle ihrer Kinder aufgefressen. Was kommt jetzt? In den kommenden 4 Jahren wird Frankreich von Entschuldigung, ich habe da vergessen wieder, dass mein Kopf dort ist. Frankreich wird von einem sogenannten Direktorium regiert. Warum? Der Konvent wird
nicht mehr glaubwürdig und der Konvent wird eigentlich gewichtslos, das heißt schuld daran. Also warum? Zuerst haben sie die Girondisten unterstützt, dann haben sie die Jakobiner unterstützt, dann haben sie die Jakobiner verurteilt. Also keine mehr glaubt an den Konvent. Also eine kleine Gruppe, ein Direktorium, ein fünfköpfiges Gremium wird gebildet und dieses Direktorium regiert dann in den kommenden 4 Jahren. Der Krieg setzt sich aber fort. Also es gibt noch immer Krieg mit England, Preußen, Österreich, Spanien, was die Gesellschaft eigentlich sehr, sehr belastet. Und der Wunsch in der Gesellschaft, das ist auch eine relativ chaotische Zeit, besser als unter Robespierre, aber in der Gesellschaft und auch in der Politik wird der Wunsch nach einem starken Mann viel größer. Und wer dieser starke Mann ist, das werden wir nächstes Mal sehen und auch thematisieren. So, meine Lieben, danke euch. Das war's für heute.